Gentlemen, die letzte Nacht der Rosen. Luke, sie kann sich nur für ihn entscheiden. Sie wird nicht auf den Bauernhof ziehen in diesen High Heels. Sie hat sie alle geküsst. Mit Zunge? Sie ist eine wandelnde Geschlechtskrankheit. Chase. Ich sehe, dass Ihr Girokonto überzogen ist. Meine Hypothekenrate hat sich verdreifacht. Ich habe Sie auf eine Zinserhöhung aufgrund einer Refinanzierung hingewiesen. Erinnern Sie sich daran? Alle auf den Boden, und zwar sofort! Die drei Männer verschwanden mit 1,6 Millionen Dollar. Sie hatten es choreografiert wie einen Tanz. Eine Polonaise, direkt ins Gefängnis. Sie sind nicht erwischt worden. Santec Steel hat alle Rentenzahlungen bis auf Weiteres eingefroren. Ich überlege, ob ich eine Bank ausraube. Ich überlege, ob ich mir ein Ferrari kaufe. Ich wurde gerade von den Knicks angeworben. Gute Woche für uns alle, hm? Williamsburg Savings wird die Liquidation des Rentenfonds durchführen. Diese Banken haben dieses Land praktisch zerstört, aber es hat nie Konsequenzen für sie gegeben. Ich will diese Bank ausrauben. Dann holen wir uns unser Geld wieder zurück. Wir nehmen uns das, was Sie uns an Rente schuldig sind. Das ist alles, was ich will. Was, wenn wir mehr kriegen? Dann spenden wir's. Es ist Zeit für einen Testlauf. Wir sind gleich wieder da. Ich will nicht im Wagen sitzen. Es ist heiß hier. Hallo, Al. Ich brauche ein paar Hähnchenschenkel. Brüste sind besser als Schenkel, findest du nicht? Noch nie hat hier jemand eine ganze Schweinelende gestohlen. Ich bringe den Nikor rein. Sag mal, für wen hältst du mich, E.T.? Ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist. Sehen Sie sich mal Cindy an. Sie sieht aus wie ein kolumbianischer Drogenkurier. Wir werden professionelle Hilfe brauchen. Denkst du? Seid ihr Bullen? Naja, eher alte Ochsen. Von jetzt an kommuniziert ihr über SMS. Da sind ja gar keine Knöpfe dran. Das ist ein Touchscreen. Ich touch drauf rum, aber nichts passiert. Erinnert mich an die Zeit, als wir nach Reno fuhren. Wir aßen wie Könige. Wir waren Könige. Sind wir noch? Ladies und Gentlemen! Halt! Halt! Wieso verfolgen Sie mich? Ich will Sie nicht lesen. Das hier ist kein Schuldeingeständnis. Ich bin nur erschöpft. Das war der Trailer zu Abgang mit Stil, den uns Warner Brothers voraussichtlich ab dem 13. April 2017 in die deutschen Kinos bringt. Und es guckt sich fast so ein bisschen an wie ein Mix aus Ocean's 11 und Red und erinnert ein bisschen an Vier gegen die Bank, den deutschen Film von der Grundstory her, der uns ja noch dieses Jahr in den deutschen Kinos erwartet. Aber trotzdem mag ich so generell diesen Rentnerhumor, der oft nicht unter der Gürtellinie stattfindet. Die Konstellation aus Alan Arkin, aber vor allem Morgan Freeman und Michael Caine ist schon interessant, weil das gestandene große Schauspieler sind. Und wenn die sich einfach in so eine Komödie hier hineinlassen, die vielleicht auch einen leicht tragischen Faktor haben kann, dann kann das durchaus gut sein. Und grundsätzlich ist es eine Art Rentner-Heist-Movie von Zach Braff inszeniert, wo ich mich unglaublich darauf freue, weil ich den als Regisseur mag. Der hat ja bei Scrubs selber als Hauptdarsteller einige Folgen inszeniert, hat den großartigen Garden State gemacht oder zuletzt Wish I Was Here. Und das ist jetzt hier sein neuer Film als Komödie. Das Ganze ist die Geschichte von drei Rentner-Kumpels, die schon immer Freunde waren, namens Willie, Joe und Al. Und da mag ich schon am Anfang, wie sie sich über diese Bachelorette-Szene lustig machen, und eines Tages bekommen sie keine Rente mehr von der Firma, für die sie einst gearbeitet haben, und das bedeutet, sie können sich nicht selbst versorgen, nicht selbst die Familie versorgen, und sie wissen auch, wer schuld daran ist, nämlich eine Bank. Und das heißt für sie, sie wollen die Bank ausrauben und sogar alle spenden, was sie mehr bekommen als das, was ihnen zusteht. Und das heißt, dass drei mitten im Generationskonflikt, und das sehen wir ja im bei der Smartphone-Diskussion und anderen eben versuchen müssen, auf der einen Seite oldschool-mäßig in einer neuen Welt eine Bank zu knacken, und dabei bekommen sie Unterstützung von der eigenen Familie und anderen Figuren, die kurz auftauchen, wie beispielsweise diese Kassiererin im Supermarkt. Ob es am Ende so eine Solala-Komödie wird oder vielleicht doch richtig lustig, sei mal dahingestellt. Ich finde das grundsätzlich einen sympathischen Ansatz und ich sehe einfach diesen Cast gerne, und deswegen freue ich mich ein bisschen auf Abgang mit Stil, auch wenn ich da nicht so viel erwarte, aber ich mag es einfach, wenn es irgendwie sympathisch witzig ist, und ich musste bei dem Trailer immer mal wieder schmunzeln. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.